Auch wenn heute mein Geburtstag ist, eine Update-Mediensendung lasse ich mir nicht entgehen. Heute mit einem besonderen Special. Ja, und dieses Special ist nämlich ein ganz besonderes, und zwar nämlich blicken wir auf die Programmpräsentationen von ProSieben, Sat.1, der ProSieben Sat.1 Sender und von RTL natürlich drauf. Erstmal herzlich willkommen zu Update Medien an diesem heutigen Samstag, den 16. Juli. Heute ist eigentlich mein Geburtstag. Glückwünsche und Grüße gerne in die Kommentare, auch gerne per Hashtag DerchoTV über Twitter. Ich freue mich dann sehr, sehr herzlich über Glückwünsche. Ja, 27 Jahre, man sieht es mir an, ich sehe aus wie 37, aber auch egal. Und heute reden wir im ersten Teil dieser Sendung, das möchte ich kurz sagen, es ist zum Teil eine normale, zum Teil aber auch eine Sondersendung. Denn ich habe mir überlegt, wir haben in den Themasendungen schon vorher, in den 2 Jahren davor, immer wieder über die Programmvorstellungen der jeweiligen Sender geredet. Letztes Jahr, wenn ich mich vage daran erinnere, haben wir das, glaube ich, nicht gemacht. Das Jahr davor haben wir es nur mit ProSieben Sat.1 gemacht oder umgekehrt, je nachdem. Und heute will ich das so machen, dass ich dann mal fast in jeder Update-Mediensendung, eigentlich wollte ich eine komplette haben, aber nicht jeder Sender präsentiert in einer Woche in Deutschland, nicht jeder Sender präsentiert in einer Woche sein komplettes Programm für die nächste Saison. Ja, das haben aber, wenn schon, die Sender der ProSieben Sat.1 Media SE getan, aber auch die Mediengruppe RTL zum Teil, denn RTL selbst hat zu Beginn dieser Woche ihr Programm präsentiert. Beginnen wollen wir aber mit ProSieben Sat.1. Ja, und da blende ich natürlich auch mal wieder was Schönes ein, damit ihr auch wisst, um was es geht. Die Programmvorstellung der ProSieben Sat.1 Media SE. Und da geht es unter anderem, starten wir einfach mal mit Sat.1. Ja, Sat.1 bringt natürlich einigermaßen neue Formate. Man muss natürlich so sagen, die letzte Saison für Sat.1 war natürlich, sagen wir mal, durchwachsen. Wenn wir natürlich da auch mal sehen, es gab einige Formate, die natürlich gut geklappt haben, wie beispielsweise Fahndung Deutschland. So kann man das sagen. Aber natürlich auch gab es andere Formate, die natürlich auch gut gewirkt haben. So wird es auch viele neue Formate geben. Beispielsweise wird es auch wieder so Scripted Reality wahrscheinlich geben, so die Ruhrpott-Wache. Also wird man da wahrscheinlich den Polizisten am Ruhrpott, also Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und so weiter, auf den Leib rücken. Außerdem natürlich wird es auch eine neue Kochshow geben, Kampf der Köche mit Alexander Herrmann, den man wahrscheinlich dann auch von der Küchenschlacht her kennt, aber auch von The Taste. Da können wir auch schon direkt dazu kommen, denn The Taste kriegt eine neue Staffel natürlich, ist klar. Und vieles mehr. Selbstverständlich. Natürlich geht es auch weiter mit neuen Formaten wie beispielsweise Tatsache Mord auf der Spur des Verbrechens. Dort werden mysteriöse Krimifälle vorgestellt, die selbst nach Jahren immer noch nicht richtig aufgeklärt wurden und immer noch Fragen hinterlassen. Also auch sehr spannend klingt das irgendwie. Außerdem gibt es Fortsetzungen der Ranking-Show 21 Schlagzeilen und neue Folgen gibt es auch von 15 Dinge, die aber wohl wahrscheinlich hier erst, so heißt es, 2017 weitergeht. Bei den Serien, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Sat.1, denn ich habe gestern über Twitter einfach mal, gestern sage ich schon, am Donnerstag über Twitter nämlich, oder war es Mittwoch? Ich weiß gar nicht mehr. Am Mittwoch, genau, so war das. Sat.1 nachgefragt, wie es mit Hawaii 5.0 aussieht. Man hat letztes Jahr die Ausstrahlung von Hawaii 5.0 stumpf unterbrochen. Quotenschwäche. So einfach ist das. Drei, vier Folgen sind nicht gezeigt worden der fünften Staffel. Derweil geht das, glaube ich, in Amerika schon in die sechste, wenn nicht sogar schon in die siebte Season. Und von Sat.1 habe ich mit Stand von Donnerstag, ja, das ist eine voraufgezeichnete Sendung, also nicht an meinem Geburtstag richtig aufgenommen, Stand vom 14. Juli immer noch nichts bekommen. Kann sein, dass ich es morgen bekomme, also gestern. Ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine oder so weiter und so fort. Also wer weiß, in den nächsten Tagen bis heute ist noch nichts eingegangen. Deswegen wird es aber neue Serien wie beispielsweise schon im August Crime Scene Nizza geben. Eine neue Serie klingt aber auch eher so wie so eine, weiß nicht, wie so eine französische Reportage ist, aber eine französische Krimiserie, die inzwischen auch natürlich dann zu sehen sein wird für den Montag. Dann wird es neue deutsche Serien geben, wie beispielsweise Einstein und 23 Cases oder 23 Cases, 23 Cases wird es wohl heißen. Und welche das natürlich noch sein wird, ist nicht klar. Aber man möchte auch weitere Filme unter anderem zeigen, wie beispielsweise Gefangenen im Paradies, Dating Alarm, Schlimmer geht's immer, Unter die Haut, ich habe Unter die Haut geschrieben, ja, ich war ein bisschen schnell, Verdammt verliebt, Auf Malle, Undercover küsst man sich nicht, Jack the Ripper und die Ketzerbraut als Eventfilme und auch die Eventfilme
von vor ein, zwei, drei Jahren, nämlich wie Hebamme und Wanderhure sollen fortgesetzt werden. Ja, zwei Eventfilme habe ich erwähnt, Jack the Ripper und die Ketzerbraut. Und außerdem, das hat hier Quotenmeter sehr schön geschrieben, da gibt es unten dazu den Link in der Videobeschreibung. Eines dieser Filme, die ich jetzt vorgelesen habe, ist ein Erotikfilm. Ein Porno oder was? Sehen wir Schniedel und Brüste und was oder wie? Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich egal. Dabei sind unter anderem natürlich Schauspieler wie Tom Beck, Anna Loos, Valerie Niehaus, Axel Stein, Friederike Kempter, Manuel Cortez und Nadja Becker. Also auch was ganz Besonderes. Im Bereich Show will Sat.1 auch wieder gerne punkten. So wird es viele neue Shows geben. 7 Years Switch unter anderem. Ein Partnertausch auf Zeit soll das werden. Ehepaare, die sich natürlich im Alltagstrott befinden und wo es nicht mehr so knistert wie früher, sollen für 2 Wochen mal einfach mal den Partner tauschen. Also Frauentausch wahrscheinlich, aber niveauvoller. Dann natürlich Marry Me Now, so heißt es auch. Ist nicht der Arbeitstitel, aber heißt Marry Me Now, heirate mich sofort. Ist eine Sendung, wo die eigene Hochzeit direkt ohne Antrag gemacht wird, einfach nur willst du mich heiraten, ja, okay, sofort Hochzeit. So ungefähr. Außerdem Karawane der Köche. Die Karawane der Köche, nein. Mit Tim Melzer und Roland Trettl, die den Roadtrip durch Deutschland machen. Und natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es wird eine neue Staffel von The Taste geben. Außerdem neue Shows, wie die Panel-Show So tickt der Mensch. Moderiert von Ruth Moschner, Mind Magic mit Illusionist Viktor Mitz. Und es wird natürlich auch neue Folgen von Ran an den Mann, The Voice of Germany, The Voice Kids anscheinend auch. Ja, Super Kids, Super Pets, eine neue Show, eine neue Staffel Promi Big Brother. Auch wird es auch geben und dort wird es ja Änderungen geben, nachdem ja Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn ja ihren Rückzug als Cindy aus Marzahn bekannt gegeben hat, ist natürlich quasi die Frage, wer wird Mother of Big Brother? Das hat Sat.1 beantwortet, das ist aber in den Artikel hier nicht geschrieben worden. Und zwar wird es Desiree Nick machen. Ja, Desiree Nick, die glaube ich selbst im Promi Big Brother Haus war, wird anscheinend dann die neue Mother of Big Brother. Ich kann. Ist jetzt quasi ein bisschen Eigenmeinung, die Sirenik so nicht leiden, ist halt natürlich eine, die gerne Gift versprüht, bei jedem sogar. Und mal gucken, wie sie das dann dort verkaufen wird. Ich werde es mir angucken, wenn ich es nicht aushalten kann, ja, dann hat Sat.1 bei mir halt Pech gehabt. Außerdem neue Folgen wird es auch von Luke die Woche und ich geben. Quasi Luke Mockridge, der jetzt seine Show ja im alten TV-Total-Studio machen wird. Außerdem im Bereich Sitcom gibt es Verhandlungen so heißt es anscheinend, aber ob es stimmt, weiß ich nicht, mit Martina Hill geben und einer neuen Staffel Knallerfrauen. Das Pendant dazu, also das männliche Pendant dazu, nämlich Knallermänner, wird kommen und zwar mit Antoine Monnaux Junior. Ja, mit Technik. So kann man das sagen. Wird genial. Ich mag den Schauspieler sehr. Nicht nur, weil er Technik spielt, weil er auch ja den Anwalt bei dem neuen Ein Fall für zwei gespielt hat. Und außerdem gibt es auch eine neue Sitcom namens Rabenmütter mit unter anderem Friederike Kempter, Mimi Feldner, Melina Dressing und Anna-Julia Kampfelsberger. Außerdem natürlich sonntagsabends gibt es auch neue Folgen von Bitte melde dich, das große Backen, The Biggest Loser, aber auch Liebe leicht gemacht. Anscheinend ein Beziehungsexperiment. Mal schauen, wie sich Sat.1 dort schlagen wird. Einiges geht schon in den nächsten Tagen auf Sendung. Das andere wird im Laufe der nächsten 12 Monate kommen und danach werden wir wohl in einem Jahr ein Fazit ziehen, wie das Ganze dann natürlich auch ausschauen wird bei Sat.1 natürlich. Sat.1 sowieso eigentlich eher das Sorgenkind. Dann kommen wir natürlich zum zweiten größten Sender von ProSieben Sat.1 und das ist natürlich ProSieben. ProSieben, Jahr 1 nach der Ära Raab, hat man gut überstanden. Man hat zum Teil natürlich einige Sendungen übernommen. Eine News wird es natürlich gleich noch in den News der Woche geben, nämlich der Bundesvision Song Contest. Den wird es dieses Jahr nicht geben. Darüber werden wir gleich auch nochmal in den News der Woche nochmal berichten. Aber wie es schon heißt, ProSieben bemüht sich natürlich sehr viel Raab, also das, was Raab hinterlassen hat, zu kompensieren. Das soll auch natürlich passieren. So soll es neue Folgen auch von Schlag den Star geben. Anscheinend vielleicht schon sogar in diesem Jahr nochmal ein, zwei neue Shows. 3 Shows gab es ja jetzt. Am letzten Wochenende gab es ja eine zwischen Daniel Aminati und Tom Beck, die natürlich einigermaßen gut lief. Dann natürlich ist auch sind neue Folgen auch von The Voice geplant. Ist ja klar, dass der Sat.1 und ProSieben sich das ja teilen, die Sendezeiten. Germany's Next Topmodel soll neu kommen. Es sollen neue Folgen von The Big Countdown kommen. Und natürlich neuer Kram mit Joko und Klaas, sprich das Duell um die Welt soll ja erst nächstes Jahr weitergehen. Und natürlich
die beste Show der Welt, wo ja viele Shows präsentiert werden und natürlich auch dann quasi vom Publikum im Studio gewotet werden halt oder, so wie ich das verstanden, ich habe es nicht geguckt, halt ausgetestet werden. Außerdem auch neue Folgen von Galileo Big Pictures, dann selbstverständlich wohl wahrscheinlich auch ein Big Pictures Jahresrückblick und natürlich Teamwork auch, was glaube ich auch in den nächsten Tagen schon wieder auf ProSieben laufen wird. Neu gibt es unter anderem eine Sendung mit dem Arbeitstitel im Moment Look Into My Eyes, so heißt sie nämlich. Und da ist unter anderem natürlich, da habe ich das jetzt irgendwie, oh, das finde ich jetzt hier irgendwie nicht. Schade, das habe ich nämlich jetzt hier auch so gefunden. Aber, hier. Und zwar nämlich schauen sich zwei Menschen mit einer unter Umständen schwierigen Vergangenheit in die Augen und ohne Worte und in einem höchst emotionalen Augenblick, so sagt das ProSieben, entdecken sie, ob sie eine gemeinsame Zukunft haben oder nicht. Also sprich, ne, man guckt sich seinen besten Freund an, der seine Freundin ausgespannt hat, und reden dann wahrscheinlich miteinander, sagen, sollen wir Freunde bleiben oder nicht? So oder so. Außerdem natürlich Matchfaktor, ich habe hier Machtfaktor geschrieben, ja, Word-Programm hier, ne? Ein Dating-Format, außerdem noch Fragen, die Antwort-Show, also eine sehr lustige, sagen wir mal, hier schreibt Quotenmeter unter anderem Clever Meets, wer weiß denn sowas, ne? Also auch was ganz Besonderes. Außerdem eine Surprise-Show mit 1Live-Mann Inga Stadelmann, nämlich, habe ich hier gar nicht hingeschrieben. Doch, Mission Wahnsinn. Außerdem wird es eine neue Show mit Enisa Amani geben, nachdem ja Studio Armani von den Kritikern so zerfleischt wurde wie keine andere Sendung. Außerdem wird es noch eine Show geben, Alles neu macht der März. Das ist im Moment auch noch der Arbeitstitel mit Joko und Klaas. Fans von den beiden bekommen zu dem Start auch eine neue Season von Zirkus Halligalli natürlich, ist klar. Und dort startet die neue Staffel am 29. August. Außerdem natürlich Michael Mittermeier ist ja jetzt wieder dabei bei ProSieben, nachdem er bei RTL war, wird dort sein neues Programm Wild vorstellen. Und natürlich wird es vieles anderes geben, wie beispielsweise auch viele neue Shows wie Kiss Bang Love natürlich, eine zweite Staffel ist hier versprochen worden. Look Into My Eyes habe ich schon erwähnt. Außerdem, ja, sonst, was ich ja schon hier gesagt habe. Und im Bereich Doku ist natürlich auch viel Neues. So gibt es ja jetzt seit dieser Woche Uncovered. Eine richtig tolle Dokumentation habe ich leider nicht geguckt, weil ich da ja eher Rocket Beans TV geguckt habe, wegen dem neuen E-Sports-Format. Und natürlich auch 10 Fakten, Follow Us und Inside mit Stefan Gödde, unter anderem auch die neue Wissensoffensive. In Sachen Serien gibt es natürlich wieder sehr viel. Die neue Staffel der Simpsons wird Ende August starten mit der neuen Stimme von Homer Simpson. Norbert Gastel ist ja leider letztes Jahr verstorben. Wer die neue Stimme von Homer Simpson sein wird, das behält ProSieben noch für sich. Das werden wir wahrscheinlich spätestens wohl erst zum Beginn der neuen Staffel erfahren. Außerdem neue Folgen von Gotham, neue Folgen von Grey's Anatomy, The Big Bang Theory, The 100, Empire und neue Serien wie Quantico startet bald, Limitless und Legends of Tomorrow sowie Containment. Vieles neue Serien. Wird natürlich sehr viel präsentiert. Mal schauen, was es dort gibt. Im Bereich Film natürlich ist klar, der Blockbuster bei ProSieben. Da gibt es unter anderem natürlich dann zu sehen, Deutschland, also die Free-TV-Premiere von Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1. Fuck You Goethe, Lego-Movie, Godzilla, die Neuauflage, ich weiß nicht, wievielte das schon ist. Teenage Mutant Ninja Warriors, Transformers, Ära des Untergangs, 300, Rise of an Empire und. Also sehr viele Filme, die in der kommenden TV-Saison bei ProSieben gezeigt werden. So, damit kommen wir nun zum dritten großen Sender, sag ich mal. Und das ist Kabel 1. Kabel 1 natürlich vorwiegend zeigen sehr viele Reportagen, aber auch viele Sendungen wie natürlich mit Abenteuerleben und was ich nicht alles. Und hier ist eher viel Neues im Bereich Dokumentation und Reportagen. So wird es sehr viel mit Frank Rosin geben, heißt es. So wird es unter anderem natürlich wieder Rosins Restaurant, Rosin weltweit und Rosins Kantinen geben. Außerdem natürlich ist klar, Tamahanken kriegt neue Folgen spendiert, der Knochenbrecher, echt interessant, echt geile Sendung. Und natürlich auch die Touristenfallen mit Peter Giesel, so heißt es, wird es neu geben. Außerdem natürlich neu dabei, so heißt der Arbeitstitel im Moment, eine Produktion, eine gemeinsame mit der BBC. Unser neuer Chef, das ist der Arbeitstitel. Außerdem gibt es ein Erziehungsexperiment mit dem Namen Lost Children.
Jäger der verlorenen Schätze gibt es. Außerdem gibt es ein Extremexperiment, was im nächsten Jahr starten soll. Und außerdem Robot Wars, was bei RTL 2 schon mal lief, aber natürlich auch vieles andere natürlich dann auch noch dazu sein wird. Außerdem natürlich Archivware, neue von Serien wie The Mentalist, Castle und so weiter. Und wahrscheinlich werden wir dann auch wieder mal an Ostern oder so mal wieder zahlreiche Bud Spencer-Filme sehen. Kabel 1 hat ja sehr gut darauf reagiert nach dem Tod von Bud Spencer über die Filme, beziehungsweise über die, also mit Filmen von Bud Spencer, von und mit Bud Spencer besser gesagt. Die kleineren Sender von ProSieben, Sat.1, also besser gesagt ProSieben Max, Sat.1 Gold und Six haben auch ihre Programme vorgestellt. Und bei ProSieben Max natürlich der Männersender schlechthin von ProSieben Sat.1 hat natürlich auch einiges präsentiert. Es wird sehr viel NFL geben, ein Live-Magazin rund um die National Football League. Natürlich wird es auch wieder die Berichterstattung geben. Der Super Bowl wird dann auch wieder bei Sat.1 übertragen, das ist natürlich klar. Außerdem bekommt der Gitarrist von The Bloodhound Gang, Evil Jared Hess, Hasselhoff, er hat nichts mit David Hasselhoff zu tun, das kann ich jetzt schon mal sagen. Eine eigene Sendung, so wird es immer donnerstags um 21:15 Uhr die Sendung Evil Science geben, eine Wissenssendung. Hoffentlich zeigt Evil Jared dort nicht so oft seinen Schniepel. Das tut er ja mal ab und zu mal gerne, der ist ja manchmal gerne mal nackt. So, dann gibt es natürlich neue Serien, die vierte Staffel von Entschuldigung, von House of Cards, außerdem eine neue Serie wie den Minority Report. Neue Folgen wird es unter anderem auch von der Reportagereihe Galileo 360 Grad geben und es wird eine HBO-produzierte Doku-Reihe geben mit dem Namen Hard Knocks in der Nacht, beziehungsweise hier geht es schon am 14. August los. Sat.1 Gold will ja auch, nachdem ja RTL Plus ja jetzt diverse Game-Shows neu belebt hat, wie Glücksrad, Ruckzuck, Familienduell und Jeopardy, will man hier das Herzblatt wiederbeleben und es wird keiner geringerer moderieren als Thomas Orner. Wer kennt ihn nicht? Thomas Orner, der war zuletzt ja im Morgenmagazin von Servus TV zu sehen. Davor ja hat er auch bei ProSiebenSat.1 schon was gemacht, nämlich das Glücksrad moderiert, bis es im Oktober 2002 eingestellt wurde. Außerdem wird die Stimme vom Herzblatt, nämlich Susi Müller, so heißt sie, wird nämlich nicht nur wieder bei Herzblatt sagen, na, wer soll dein Herzblatt werden, sondern sie ist jetzt auch die neue Station Voice von Sat.1 Gold. Sprich, sie ist die Trailersprecherin von Sat.1 Gold und ist schon ab nächster Woche schon im Einsatz, ab dem 18. Juli, so heißt es. Außerdem wird es neue Formate mit Ingo Lenzen geben, so heißt es, wird es mit Lenzen hilft natürlich und eine neue Sendung geben. Natürlich wird Lenzen live ebenfalls fortgesetzt, wo man ja auch schon bei Twitter, keine Ahnung, immer wieder sieht, wie darüber diskutiert wird. Außerdem natürlich Lenzen klärt auf, wird weiterhin auch natürlich dabei sein. Außerdem plant man, eine sogenannte Tiere suchen ein Zuhause Thementag zu machen. Die Sat.1 Gold Tiervermittlungstag. So sollen Hunde, Katzen und andere Haustiere wie Hamster, Pokémon oder so ein neues Zuhause finden. Und da will man natürlich auch noch sehr viel mehr. Natürlich wahrscheinlich kommen auch neuere alte Schinken dazu. Mit alten Serien selbstverständlich. Und was ich noch ergänzen muss, Herzblatt heißt hier dann auch nicht Herzblatt, sondern heißt es einfach, hier kommt dein Herzblatt. Nee. Nee, das kann ich nicht ak akzeptieren. Das geht nicht. Das geht so nicht. Nee, nee, nee. Naja, Six hingegen plant natürlich auch viel Neues. Es wird so unter anderem zum Start von Promi Big Brother ja wieder die Late Night Show geben. Wahrscheinlich wieder moderiert von Melissa Carlay und Jochen Bendel. Haben sie da sehr erfolgreich natürlich gemacht in der letzten Staffel. Außerdem wird das Magazin Like Us, was von Alexandra Maurer moderiert wird, auch fortgesetzt. Und es wird neue Shows geben, beispielsweise natürlich zur Aufklärung die Sexpertin von Six, Paula Lambert. Nämlich So kommt Deutschland, Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex. Ja, klingt schon mal wieder so richtig pervers. Außerdem neue Folgen von Sweet and Easy und Simone Tomalla bekommt auch eine eigene Show. Ja, so sieht es aus. Außerdem gibt es Neues von den Tattoo Nightmares, Horror-Tattoos, Pain and Fame wird es geben. Also sehr viel Tattoos wird es bei Six zu sehen sein. Außerdem neue Serien und natürlich auch die zweite Sta und neue Staffeln von The Magicians, The Royals, Beauty and the Beast, You're the Worst, Regen, Bitten, The Vampire Diaries, The Originals und New Girl. Was man noch sagen muss, The Royals, die Staffel 1 lief ja bei ProSieben als erstes, aber wegen schlechten Quoten hat man gesagt, hier, Six kann es mal haben, kann es wegsenden. Ja, und das sieht dann halt natürlich so aus. Aber bei ProSiebenSat.1 wurde unter anderem natürlich nicht nur
die Programme der bisherigen Sender vorgestellt, sondern auch einen neuen Sender. Ja, denn derweil gibt es ja jetzt schon im Free TV mit den kleinen Sendern einen Ableger von Sat1, Sat1 Gold, von Pro7, Pro7 Max und einen eigenständigen halt Six. Ne? Jetzt hat man aber mit der Marke Kabel 1 noch nichts gemacht. Ja, was könnte man sich da vorstellen? Es gibt im Pay TV Kabel 1 Classics, ist klar. Ja, was noch? Nicht mehr so viel. Aber man plant den Sender nämlich Kabel 1 Doku. Ja, Kabel 1 Doku wird nämlich starten am 22. September. Ein paar Tage oder ein paar Wochen später hat ja N24 bekannt gegeben, dass man ja einen neuen Sender starten wird. Und zwar nämlich N24 Doku wird er heißen. Ein Timeshift-Kanal à la, ja, wie man das dann auch sehen wird, darüber haben wir auch berichtet. Und bei Sat1 Doku laufen wie vorwegs halt nur Dokumentation. So wird es unter anderem eine neue Produktion von Robert Redford geben, die Deutschlandpremiere von The West. Dort behandelt man die drei Jahrzehnte der US-Geschichte nach dem Ende des Bürgerkriegs im Jahre 1865. Außerdem natürlich neue, hat man sich Rechte gesichert von Sendungen wie Unreported World, Difficult Destinations und Dangerous Grounds. Vieles wird es natürlich geben. Das ist ja auch jeweils in Thementage natürlich zusammengesetzt. Wie das Ganze dann natürlich ab dem 22. September aussehen wird, da sind wir natürlich gespannt. Kabel 1 Doku startet. Im Übrigen, ihr habt das Logo geradewegs gesehen. Es ist geradewegs auch nicht so entspannt in Rot und dann auch geradewegs nicht so interessant aufgeschrieben wie natürlich bei N24. Aber mal gucken. Wenn ihr euch wundert, warum ihr die Endzeit so lange sehen werdet, ganz einfach, es ist ja heute unsere Special-Sendung. Teil 2 dieser Ausgabe wird natürlich dann auch eine zum Teil reguläre Sendung natürlich hier füllen. Wir kommen nämlich jetzt nun zum zweiten Teil dieser Programmpräsentation, eher wohl zum Unangenehmen, wie viele sagen werden, weil viele nicht RTL gucken. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat diese Woche auch ihr Programm bekannt gegeben, aber nur von RTL. Ja, das ist es halt so, deswegen, ja, stelle ich hier einfach mal vor. Auch wenn da unten jetzt steht, Programmvorstellung von der Mediengruppe RTL Deutschland ist nicht vorbereitet worden oder so. Nein, überhaupt nicht. So wird es unter anderem bei RTL ein Comeback des heißen Stuhl geben. Das ist ein Format gewesen, damals Anfang, Ende der 1980er Jahre, also zwischen 89, meinem Geburtsjahr, also vor 27 Jahren, von 89 bis 94 immer wieder natürlich eine Sendung gewesen, wo natürlich jemand auf dem heißen Stuhl sitzt und natürlich dann quasi so fertig gemacht wird zu einem bestimmten Thema. Diese Sendung kommt zurück, aber in einer anderen Form. Und zwar wird es nämlich so sein, dass die Sendung unter anderem dann einfach als Sondersendung gesehen wird, sprich zu einem gegebenen Anlass. Dieses Jahr sind US-Wahlen, in einem Jahr sind Bundestagswahlen. Da kann man dann halt solche Sendungen halt entsprechend machen. Und das wird dann halt so gemacht. Mensch Gottschalk, die Premierensendung vor ein paar Wochen, 4 Stunden lang, gefühlte 3 Tage lang und quotentechnisch eigentlich gar nicht gut. Wird ja nächstes Jahr erst fortgesetzt, wird natürlich kommen, dann auch kürzer. Neue Folgen wird es unter anderem auch von das Jenke-Experiment geben, Team Wahlraff. Neu dazu kommen auch mit neuen Folgen Der Lehrer. Außerdem noch neue Serien wie Beste Schwestern, Magda macht das schon, Nicht tot zu kriegen, Triple X und Shades of Blue. Außerdem natürlich im Bereich Film hat man ja die Neuauflage von den Winnetou-Filmen gedreht, aber man darf ja derweil ja die Originaltitel aus den 60er Jahren ja nicht nehmen und derweil weiß man auch nicht, wie das Ganze natürlich auch heißen wird. Außerdem natürlich wird es eine neue Serie geben, Shades of Blue, eine Krimiserie mit Jennifer Lopez, unter anderem außerdem neue Folgen von The Blacklist, Bones und Person of Interest. Außerdem, ja, die bekannten neuen Folgen von Wer wird Millionär, Let's Dance, Die 10, 5 gegen Jauch, Die 2, Puppenstars und. Also alles viel Neues auch vielleicht dabei. Auch eine neue Staffel DSDS, obwohl, glaube ich, dieses Casting-Format langsam ausgelutscht ist. Außerdem dann auch neue Shows wie Die Kirmeskönige. Dort sind unter anderem nämlich Hugo Egon Balder und Hella von Sinn machen zusammen wieder eine Sendung. Ich hoffe wieder wie Alles, Nichts, Oder. Das wäre so super. Also ich würde es mir angucken. Und natürlich dann die neue Tanzshow Dance, Dance, Dance. Das Ganze soll ja schon im Sommer bzw. im Herbst kommen. Und natürlich auch eine neue Musikshow, The Big Music Quiz, was dann anscheinend von Oliver Geissen moderiert
wird. Außerdem natürlich das Dschungelcamp kehrt zurück. Mario Barth ist auch wieder mit im Spiel. Neben Willkommen bei Mario Barth gibt es auch dann noch Mario Barth deckt auf und natürlich auch sein Live-Programm Männer sind bekloppt, aber sexy. Außerdem kommen die Programme von Otto Waalkes, Caroline Kebekus und Sascha Grammel. Und auch neue Folgen gibt es von Raus aus den Schulden. Diesmal Prominenten-Special und natürlich Schwiegertochter gesucht. Gibt es auch neue Folgen nach dem Vera-Fake. Mal gucken, was sich da so tun wird in diesem Bereich. So, damit habe ich ja eigentlich schon fast die halbe Sendezeit hiermit gefüllt. Aber das darf natürlich nicht sein. Damit ist auch quasi unser Special hier vorbei. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen neuen Sendungen findet. Alles ausführlicher ist unten in der Videobeschreibung, weil ich habe mir gedacht, du willst es so kurz wie möglich halten, damit hier nicht hier irgendwie einpennt und irgendwie was weiß ich was. Weil ich sage selbst dazu auch, naja, man sieht deutlich, wie viel natürlich man ins neue Programm stecken wird. Bei RTL bleibt ja einiges beim Alten. Es wird halt viel wenig Neues geben. Ich bin auf den neuen heißen Stuhl gespannt, den anscheinend Steffen Halaschka moderieren wird. Und dann mal sehen, wie die Winnetou-Neuauflage sein wird. Vielleicht, aber ich schätze mal, es wird nicht an Original rankommen. Pierre Brice würde sich im Grab umdrehen, wenn er, glaube ich, diese Filme sehen würde. Ich glaube, der hat sie schon gesehen. Armer Pierre Brice. Naja. Und sonst, was werde ich hiervon gucken? Natürlich den Jahresrückblick Menschenbilder, Emotionen 2016. Mehr auch nicht. Und mal gucken. Wer wird Millionär, wenn ich irgendwann mal Zeit habe? So schaut's aus. Bei ProSiebenSat.1, naja, mal gucken. Ich werde mir den Sendestart von Kabel 1 Doku angucken. Dann natürlich, ist klar, NFL, Football ist auch mal wieder ein bisschen Zeit. Den Super Bowl werde ich mir nächstes Jahr wahrscheinlich angucken. Und dann mal schauen, was sonst noch so ProSieben anbietet nach der Ära Raab. Aber ist halt ein bisschen schade. Wir kommen aber jetzt gleich, damit machen wir jetzt einen Cut und kommen jetzt zu einer regulären Sendung. Und kommen jetzt erstmal zu den News der Woche gleich, nämlich zu zwei Top-Meldungen im Bereich Medien, im Bereich Fernsehen. Wir trauern um zwei Moderatorinnen, beide leider sogar an Krebs gestorben. Jana Thiel, die Sportmoderatorin vom ZDF, und Miriam Pilau, die schon mal den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat und leider dann verloren hat, sind in dieser Woche leider von uns gegangen. Und Sky Sport News HD wird Free TV. Ja, eine ganz tolle Sache, deswegen will ich auch darüber reden. Jetzt aber erstmal gibt es die News der Woche und ich hoffe, scheiße, meine Wasserflasche ist leer. Also ich werde gleich eine ganze Flasche Wasser trinken. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den News der Woche, die sehr Pokémon-lastig sind, sage ich jetzt schon mal. Denn es geht los mit Nintendo und Pokémon Go. Denn seit dieser Woche gibt es die App nun endlich auch für Deutschland, nachdem man sie ja auch in anderen Umwegen in Anführungsstrichen sich holen konnte, ist sie seit Mittwoch jetzt erhältlich, seit Donnerstag nun auch im Vereinigten Königreich. Natürlich ist klar, Pokémon Go, ganz einfach, ihr müsst durch die Gegend laufen, Pokémon fangen und natürlich irgendwann auch gegen andere Trainer kämpfen. Am Anfang der Woche ist auch natürlich die Aktie von Nintendo sehr weit nach oben gegangen, um 20% ist sie alleine schon gestiegen und damit hat Nintendo mit Pokémon Go die zweite App rausgebracht, die erste App, die ja unter anderem ja auch mit einer Partnerschaft von einer anderen Firma natürlich mit eingegangen ist, nennt sich Miitomo, aber ich spiele sie schon gar nicht mehr. In diesem Jahr wird es keinen Bundesvision Song Contest geben, wie natürlich die Seiten unter anderem Wunschliste.de und ESCFanbase.de berichtet haben, wird ProSieben dieses Jahr keinen Eurovision Song Contest veranstalten. Somit wird eine weitere Raab-Sendung vorerst nicht fortgesetzt. Abgesetzt sind definitiv eine Fortsetzung als neue TV Total, also TV Total wird es gar nicht mehr geben. Abgesetzt sind die Stocker Crash Challenge und die VOG-WM. Der Schlag den Star wurde ja komplett neu übernommen im Schlag den Raab-Stil. Die Pokerstars.de-Nacht hat ja ProSieben selbst übernommen und man probiert sich ja selbst an eigenen Shows. Ob es 2017 weitergehen wird, ist unklar oder ob der Bundesvision Song Contest dann nun komplett eingestellt wird. Den letzten hat Mark Forster nämlich gewonnen 2015 für Rheinland-Pfalz. Und wir beenden die News der Woche mit einer Pokémon-Meldung. In der Ausgabe des japanischen Magazins KoroKoro gab es wieder neue Infos zu Pokémon Mond und Sonne. So wurden zwei neue Pokémon vorgestellt. Ein Bär mit dem japanischen Namen Kitigurumi, ein normaler Kampf-Pokémon und ein Geist-Fee-Pokémon mit dem japanischen Namen Mikikuyu wurden vorgestellt. Außerdem hat der japanische YouTube-Channel von Pokémon nämlich einen Trailer veröffentlicht, wo man unter anderem Szenen sehen kann, wie der Protagonist wieder auf Pokémon reitet und natürlich auch vieles zu Battle Royale und man konnte auch noch einige schöne Bilder noch dazu sehen. Ja, da freue ich mir, sag ich mal.
Das waren die News der Woche. Mehr News gibt es wie immer auf www.derchotv.de. Da gibt es unter anderem auch eine besondere Meldung. Tobias Schlegel, ne, den Moderator kennt man. Aktuell moderiert er noch das Kulturmagazin Aspekte im ZDF. Hört auf, wird, das ist kein Scherz, ja, Rettungssanitäter, ne, beim Deutschen Roten Kreuz. Das hat er im Interview mit dem Stern bekannt gegeben. Außerdem natürlich Sky Arts hat eine Aufschaltung natürlich gemacht und natürlich unsere zwei traurigen Meldungen sowie unsere Top-Meldung der Woche gleich natürlich mit Sky Sport News HD gab es dann auch natürlich. Außerdem natürlich die Bild-Zeitung muss knapp 500.000 Euro an Jörg Kachelmann bezahlen. So. Wird eine wirklich lange Sendung. Viel Spaß. Ja, für mich. Wir kommen zu unserer regulären Sendestrecke jetzt hier bei Update Medien. Normalerweise wird es jetzt eigentlich ein Ende geben, aber ich habe mir gesagt, naja, daher, dass medientechnisch so viel passiert ist und eigentlich ja quasi schon das Sommerloch da ist, fast eigentlich, bestätigt mir bitte selbst, wenn diese Sendung ein Sommerloch enthält, aber ist wohl nicht so. Wir beginnen mit der ersten großen Meldung, die diese Woche rauskam. Am Mittwochvormittag hat nämlich Sky Deutschland urplötzlich seinen ersten Free-TV-Sender bekannt gegeben, ja. Man weiß ja schon von der Vorgängerfirma Premiere, dass man dort ja versucht hat, also ein bisschen frei empfangbare Fernsehsender zu kaufen. Es gab ja sogar mal das Gerücht, dass Premiere Sat.1 haben wollte. Ne? Was wäre wohl da passiert? Ja, beide Sender wird es nicht mehr geben. Nein, man hatte ja sogar auch noch den Spiele- und Computersender Giga ja gekauft. Und ja, man sieht ja dann, als ja Premiere schlechte Zahlen geschrieben hat und sich nur noch aufs Pay-TV konzentriert hat, Giga gibt es nicht mehr, nur noch online. Und nun will man als gesundes, strukturiertes Sky Deutschland nun Sky Sport News HD frei empfangbar machen. Ja, Sky Sport News HD wird ab dem 1. Dezember, genau an dem Tag vor 5 Jahren, ist nämlich der Sender auch gestartet. Damals gab es den ja für einen Monat kostenlos zu sehen. Seitdem ist er ja immer noch bis zum 1. Dezember ja nur für Sky-Kunden, die das Starter-Paket oder das Entertainment-Paket haben, natürlich mit enthalten. Somit wird der Sender wirklich als eigenes Geburtstagsgeschenk nun mit einer größeren Weichreite beschenkt. Bedeutet unter anderem, die Verschlüsselung fällt weg. Viel mehr können es natürlich gucken, weil wenn viele Sky Sport News HD gucken wollen, müssen sie sich ein Sky-Abo holen oder ein Sky-Online-Abo holen, je nachdem. Viele machen es ja auch illegal mit Streams oder so und da würde ich mal empfehlen, lieber die Finger von zu lassen, weil da kann es natürlich rechtliche Konsequenzen geben. Aber zurück zu Sky Sport News HD selbst. Es wird der erste Free-TV-Kanal, den Sky hierzulande betreibt. Das hat ja Sky England ja schon mal gemacht, Sky UK. Da hat man Sky Sport News, HQ heißt es heute, High Quality soll es dafür stehen, nicht HD, unter anderem erst als Free-TV-Sender gesetzt, dann aber ins Pay-TV gepackt. Sky News, den Nachrichtensender, was ich mir hier schon lange wünsche in Deutschland, ein deutsches Sky News, ist aber in Großbritannien ja ein Free-TV-Sender. Die Frage stellt sich aber weiterhin, was passiert denn mit der Berichterstattung nach den Bundesligaspielen am Samstag? Denn dafür besitzt Sky ja so gesehen das Paket ja nicht, so auch nicht für die nächsten 4 Jahre. Da will man sich oder da hat man sich noch nicht geäußert. Was aber klar ist, man wird an dem Konzept von Sky Sport News HD, den sogenannten Rolling News Prinzip, sprich Nachrichten nonstop dauernd live. Man sendet ja von 6 bis 0 Uhr live. Von 0 bis 6 Uhr gibt es ja eine Dauerschleife von Wiederholungen einzelner Formate, so will man das sagen. Und Sky-Chef Carsten Schmidt hatte auch bei der Deutschen Presseagentur, wo er dieses Interview geführt hat, gesagt, es ist nicht der Beginn einer großen Free-TV-Offensive. Pay-TV bleibt unser Kerngeschäft, hat er gesagt. Und wie das Ganze dann natürlich ausschauen soll, ist natürlich noch nicht klar, aber Schmidt ist überzeugt, dass man 85% Marktabdeckung erreichen wird. Und daher, dass ja Sky Sport News HD in den letzten 5 Jahren immer wieder mehr und mehr natürlich an Zuschauern gewonnen hat, will man sich dadurch jetzt natürlich auch erreichen, dass man das jetzt halt auch irgendwie so hinbekommt. Wie das jetzt Sky natürlich mit den Bildrechten nach den Samstagnachmittagsspielen hinbekommen will, ist unbekannt, aber das wird für die ARD und für Sport1 natürlich eine große Konkurrenz sein, denn unter anderem hat man dann auch Samstag mit der Sportschau natürlich selbst noch die Zusammenfassung, aber für Sport1 mit dem Magazin Bundesliga aktuell wird es auch eine große Konkurrenz geben, denn Sky überträgt ja dann auch manchmal immer alle Pressekonferenzen, fast alle, der jeweiligen Ligen, also nicht der Vereine, nicht so meine ich das, der Bundesliga. Was aber natürlich dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass viele Kunden bei Sky sich beschwert haben, dass ja jetzt alles teurer wird und das Sky Sport News HD auf einmal Free TV wird. Viele haben gesagt, ich kündige mein Sky-Abo, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
So ein dummes Geheule muss gar nicht sein. Entweder holt man sich Sky, weil man die Bundesliga sehen will und nicht immer die ganzen Schnipsel, sondern 90 Minuten plus minus 5, plus 5 Minuten, wie auch immer, um sich die Bundesliga anzugucken, um sich die Spiele anzugucken. Also ich wünsche mir ja immer wieder so einen reinen 24-Stunden-Nachrichtensender im Free-TV, aber unsere Fernsehanstalten sind zu doof dafür, weil sie nur Geld im Kopf haben. Ne? Und nicht das Risiko eingehen wollen, ja, wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren halt miese machen, aber wir haben dafür einen reinen Nachrichtensender, der 24-7 berichtet. Richten kann. Ne? Sowas gibt es in Deutschland nicht. Sky Sport News HD ist vor 5 Jahren Innovation gewesen und heute jetzt nun Standard und es kommt jetzt ins Free TV, was ganz Neues für Deutschland. Das bedeutet wirklich, du guckst 24/7 lang Sportnachrichten an. Ne? Viele befürchten, da kommt jetzt doppelt so viel Werbung wie sonst eigentlich. Ist klar, im Moment finanziert sich ja der Sender ja eher durch die Abo-Gebühren von Sky, anstatt natürlich auch ein bisschen durch Werbung, aber zumeist ist Eigenwerbung zu sehen, zu, ich glaube, 50%, ich weiß es nicht. Ich habe den Sender nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich werde den ab dem 1. Dezember selbst gucken können und die, die dann halt natürlich ihr Sky-Abo kündigen wollen, weil sich darüber beschweren, es gibt auch sowas wie Konkurrenzkampf. Ne? Ist klar, man hat jetzt mitbekommen, wie vor 4 Wochen die Bundesliga-Rechte verteilt wurden. Ne? Da hat Sky einiges einstecken müssen, weil man dieses alle Spiele, alle Tore Slogan jetzt auch nicht mehr benutzen kann und so weiter. Ne? Das geht halt nicht mehr. Da muss man halt, da sind die Kosten halt höher geworden. Ne? Und wer das halt nicht haben will, soll sein Abo kündigen. Bitteschön, aber soll sich dann nicht beschweren, wenn er die Spiele nicht gucken kann. Ich kann sie nicht gucken. Ganz einfach. Da muss ich halt auf die Sportschau warten oder aufs Sportstudio. Ich beschwere mich nicht. Ich freue mich darüber. Ja, wer sich beschweren will, kann es ruhig machen, kann bei Sky anrufen und Carsten Schmidt sagen, du bist ein Arsch. Fertig. Ich finde es nicht, das ist eine tolle Idee. Punkt. So. Und eure Wut dann über Sky hier rauszulassen, bringt auch nichts. Ist so. Ja. Deswegen. Aber naja, ich will die Wut jetzt leider auch in Trauer umwandeln. Denn in dieser Woche, das ist schon recht bitter, sind leider zwei liebe, nette Frauen von uns gegangen, die das Fernsehen wirklich geprägt haben. Die eine ist Jana Thiel. 44 Jahre wurde sie. Sie hatte 16 Jahre fürs ZDF gearbeitet. Jana Thiel litt nach Berichten von der Bild und anderen Medien an Krebs. Sie hatte bis Mai noch beim ZDF moderiert, am meisten natürlich bei den Heute-Nachrichten den Sportblock um 19 Uhr. Aber sie war auch natürlich Anfang ihrer Karriere im Jahr 2000 auch als Sportmoderatorin beim Morgenmagazin beschäftigt und hatte auch die Ski-Alpin-Berichterstattung beim ZDF mitverfolgt. Außerdem war sie auch bei den Olympischen Winter- und Sommerspielen sowie bei den Paralympics im Einsatz. Und die zweite traurige Meldung, die hat mich auch ein bisschen geschockt. Miriam Pilau ist gestorben. Am Mittwoch wurde das bekannt. Am Dienstag ist sie infolge ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt seit letztes Jahr wieder an Leberkrebs. Sie hatte 2008 Brustkrebs, hat diesen Kampf natürlich auch besiegt durch ein Wunder. Und sie galt auch als geheilt. Aber anscheinend doch nicht so. Bei Pilau ist es so, sie hat ihre Karriere ja bei 1 Live angefangen, dem Jugendradio vom WDR, ist dann 98, hat 98 Giga gestartet. Ohne Giga würde es beispielsweise heute die Rocket Beans nicht richtig so geben, in dieser Form überhaupt, glaube ich, gar nicht. Und hatte dann natürlich auch unter anderem TAF bei ProSieben moderiert von 2002 bis 2006, 7 an und hat auch 2 Staffeln Big Brother moderiert und war auch letzter Zeit bis März auch noch wieder im Radio zu hören. Leider sehr, 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 sehr traurig, diese 2 Meldungen in dieser Woche, die auch mal hier erwähnt werden müssten in einer Sendung wie diese hier. Und dass jetzt in diesem Jahr nochmal 2, jetzt nicht so hoch bekannte, halt im deutschen Bereich, im deutschen Fernsehbereich halt bekannte Moderatorinnen gegangen sind. Eine, die natürlich auch mit ihrem Buch Fremdkörper im Übrigen auch zu empfehlen ist. Das Buch habe ich leider nicht selbst, aber es ist anscheinend sehr gut. Ist natürlich auch sehr traurig und es ist wirklich tapfer gewesen, wie sie gekämpft hat gegen den Krebs. Leider ist sie jetzt gestorben und es ist auch jetzt sehr traurig. Also man hat auch wirklich gesehen, die Timeline war wirklich voll von ehemaligen Kollegen hin, über bis natürlich auch Fans, die sie auch jeden Tag immer im Fernsehen gesehen hat. Beispielsweise ich kannte sie aus Giga-Zeiten ja nicht nur bei YouTube-Ausschnitten und habe sie ja immer bei TAF ja da mal gesehen, später. Und dann natürlich auch bei Big Brother. Habe ich mir auch früher, damals hatte Big Brother noch etwas Niveau. Ja, nicht so wie heute. Ja, so kann man das sagen. Sehr traurig, leider diese Meldungen, aber das Leben geht weiter und wir müssen natürlich auch sehen, wir hoffen einfach mal, dass 2016 wirklich nicht. Leider ist es aber so, dass 2016 leider schon ein Jahr sein wird, wo sehr viele bekannte und berühmte Personen, die uns geprägt haben, die natürlich uns, die wir begleitet haben, die uns begleitet haben, leider von uns gegangen sind. Damit sind wir jetzt auch am Ende, sind 8 Minuten über unserer regulären Zeit. Habe ich doch noch irgendwie gut hingekriegt, vermute ich. Ne? Also alleine der Teil mit ProSiebenSat.1 war sehr lang.
Sollten natürlich dann andere Sender wie beispielsweise RTL 2, RTL Plus, ich glaube RTL Plus, da braucht man nicht viel sagen, oder Super RTL, welche Sender denn noch? Ich weiß nicht. Also fast die großen Sender haben ja alles schon gebracht. Ich glaube Vox auch noch nicht. Werden wir dann in den nächsten Update-Mediensendungen mit reinbringen. Sei es nochmal gesagt, diese Sendung ist jetzt auch so spontan von einem Tag nach dem anderen entstanden. Heute ist jetzt Donnerstag. Also den Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist Donnerstag. Also da kann sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal viel verändern an News. Deswegen wird es die auf der Echo TV geben. Ich kann schon mal sagen, gestern, wenn ihr geguckt habt, Moment, warum kam so wenig News? Ich war gestern in Hamburg. So kann man das ungefähr sagen. Also es jetzt zu dem Aufzeichnungszeitpunkt war ich noch nicht da. Aber wenn das ausgestrahlt, wenn es auf YouTube hochgeladen ist und online ist, war ich da und da habe ich dann auch Geburtstag. Ja, also ich habe ja heute an diesem 16. Juli, jetzt wurde das Ausstrahlungsdatum auf YouTube, habe ich ja Geburtstag. So, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht gibt es auch schon unten schon Geburtstagsglückwünsche. Dafür bedanke ich mich auch. Ich bedanke mich trotzdem auch nochmal für die ganze Treue, die ihr natürlich trotzdem jetzt schon seit 3 Jahren, wenn nicht schon sogar seit 8 Jahren hier hält. Facebook, Twitter, YouTube, da gibt es uns überall. Natürlich auch unsere Webseite derchotv.de kann ich auch nur empfehlen. Morgen kehrt endlich Update Sport zurück. Nach einer 5-wöchigen Sommerpause kehrt es wieder zurück mit Themen aus dem Bereich Fußballsport, Radsport. Und natürlich die Olympischen Spiele, die auch natürlich anstehen. Natürlich wird der Fußball und der Transfer natürlich in den nächsten Wochen wieder groß vorne stehen. Aber wir werden natürlich auch über, wie schon gesagt, den inländischen Fußball diesmal berichten. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch alles Gute und vielen Dank natürlich für eure Treue. Wir sehen uns dann morgen bei Update Sport wieder. Bis dahin. Tschüss.